unfassbar, was sich hier abspielt. So, müsste wieder da sein. Es müssten jetzt alle wieder sehen. Um Gottes Willen, wirklich. Die ersten drei Rennsekunden verpasst, ja. Ja, das glaube ich. Aber zum Glück ist nichts passiert. Ja, zum Glück ist noch nichts passiert. Bubble vor X-Fact, D-Hammer, Honest und Lux streitet mit Lucke. Ja, Lux und Lucke ja, streiten. Der ist immer noch nicht da. Also ich sehe ihn nicht. Ah, doch, jetzt kommt er. Doch, jetzt kommt ja, er. Ja, jetzt da muss, kommt das, er. Aber das muss alles passen. Es muss jetzt alles passen. Ich bin nicht da. Armin. Doch, du musst auch da sein. Nein, meine Cam ist nicht da. Nein! Oh, fuck you. Ich leg mal auf und ruf den. Okay. Ja, genau, mach das bitte mal. So, wir wollen aber dann natürlich jetzt, klingst du übrigens auch wieder besser. Ja, ich muss es dann wahrscheinlich gleich nochmal einstellen. So. Ach, dann liegt das an, ja, ich weiß. Warum. Ja, natürlich, wenn ich Internet-DC habe, kann das natürlich passieren. So, jetzt müsste man natürlich dein sexy Bild auch wieder sehen, ja. So, guck gerade mal. Du wirst ja jetzt verdammt leise sein, vermute ich. Und ich will dich doppelt hören. Verdammt groß. Du bist verdammt groß, nicht, ja, nicht größer. Oh Gott, wirklich technische Probleme hier im Start, das ist unglaublich. Und das in der ersten Runde. Nein, wir gucken das einfach in der mal. Ersten Runde. Ja, mach du das mal. Ich gucke hier mir das Rennen an mit den Jungs. Wie gesagt, kannst du da ein bisschen was sein. So, wie es aussieht, ist der Bubble als. Ist erster. Oh, da hat er sich gerade nochmal die Ketten gezogen. Lux ganz vorsichtig rüber und kommt da dann wirklich immer näher an den Bubble ran. So, dahinter. Eieiei. Ja, hast du es? Na, geht schon. Alles gut, alles gut. Ja? Alles gut, alles klar. Sehr gut. So, wir sind wieder Ich bin trotzdem noch extrem groß zur Nase. Ja, das lässt sich jetzt auch, glaube ich, so akut nicht verändern. Ja, ich werde das wahrscheinlich neu starten müssen sonst. Aber das ist jetzt egal. Wir haben dich groß im Bild, das ist gut so. So, wir wollen jetzt das Renngeschehen einfangen, Mike. Wir wollen das Renngeschehen einfangen. Ja? Ja, Lux natürlich. Führt nämlich vor Bubble. Ja, Lux hat Bubble gerade überholt und hängt jetzt nämlich in der Häuserwand. Ja, ich bin ein wenig leise. Nein, das gibt's nicht. Du musst jetzt genau richtig laut sein. Okay, gut. Oh, da bleibt er an dem Baum hängen, der Lux. Ah, sieht gut aus, was er macht. Wieder, der holt er. Ja, aber es werden ziemlich viele Hindernisse umgefahren gerade, was glaube ich gar nicht notwendig wäre. Man sieht das auch, die Hammer und Honest versuchen das zu umfahren, die sind da etwas schneller. Ja. Und ja, Lux und die Hammer, die Hammer blockiert jetzt. Das ist natürlich gut für Lux, der jetzt da wieder rauskommt und in die nächste Kurve gehen kann. Ja. Ja, fahrt die Kurve aber sehr weit aus. Oh. Aber das waren die Ketten für Honest. Das waren die Ketten für Honest. Lux hat das clever gemacht. Hat sich gedacht, lass ich ihn innen überholen und die Ketten zusammenhauen. Und da kann er sich einen riesen Vorsprung jetzt raus von der Lux. Ja? Schau dir das an, wie die da alle hängen bleiben. Ja, fünf Stück? Ja, fünf Stück, die fünf hängen Stück bleiben da hängen. Ja, und das ist natürlich so für Lux. Ja, das ist eine riesen Chance für Lux. Es wird nur eine Runde gefahren. Das heißt, von daher hat Lux da sehr, sehr gute Möglichkeiten, den Sieg davon zu tragen. X-Fact jetzt aber schon wieder sehr, sehr schnell. Schaut an, wie schnell X-Fact hier ist. Wo haben wir ihn denn? Ja, an zweiter Stelle. Ja, das war jetzt, habe ich ihn. Aber noch weit weg. Wir kommen da in den More-VOT-Bereich. Ja, da fängt es auch schon an zu piepen. Ja. Also durch den Cap-Rise so schon. Aber der Lux baut einen extremen Vorsprung aus. Es ist echt verrückt. Das ist wahnsinnig. Ob das noch einer von denen aufhören kann, ob er da kann noch... Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, ich scroll jetzt schon ganz raus und ganz am Ende sieht man erst X-Fact, ja. Aber auf der anderen Seite, wir kommen jetzt in den nächsten Stadtbereich. Die Frage ist, wie nimmt Lux diesen Stadtbereich? Er muss wahrscheinlich das ein oder andere Gebäude durchaus auch kaputt machen. Und das ist vielleicht ein Vorteil für die Meute, die da angerast kommt. Mit X-Fact, Bubble Arc, Honest, D-Hammer und Jörg. Ja. Ja, aber, Lux macht das sehr gut. Lux macht das sehr gut, ja. Nimmt hier ganz bewusst durchaus längere Wege in Kauf. Aber will nichts zerstören, weil das bedeutet natürlich für Bubble, und da sieht man schon, ja, Bubble und X-Fact blockieren sich da ein bisschen, oder die ersten vier Schaden, die hier genommen werden. Und ich bleibe ganz kurz bei dieser Meute, Honest, sehr clevere Außenlinie hier, ja. Sehr interessante direkt. Außenlinie. Ja. Direkt. Konnte da Plätze gut machen. Ja, aber ich glaube echt, dass sie an den Lux nicht mehr rankommen, wenn man, vielleicht kommt da der Honest noch an einem oder zwei vorbei. Wobei wir haben halt jetzt noch eine Phase haben wir noch, wo es hier runtergeht, aber ich glaube, also er wird da, ich denke, sehr vorsichtig fahren, ja. Lux klettert hier in Ruhe die Dünen hinauf. Pix ist tot. Und Phil gerade getötet worden. Okay. Pix hat Disconnect und Internetprobleme. Ja, steht da gerade in der Rennleitung. Der Honest, der geht da jetzt aber echt gut ab. Der hat nochmal einen Platz knapp gemacht. Genau, knapp am Bubble Arc dran. Lux macht das sehr clever vorne, fährt sehr ruhig. Und Bubble Arc und Honest, aber Honest verliert jetzt wieder sehr, sehr stark. Ist interessant, ja. Und schiebt hier X-Fact an,
Oh, und das waren die Oh. Ketten. Das waren eindeutig die Ketten bei Für X-Fact. beide. Ja, Honest hat aber anscheinend repariert und kann weiterfahren. Oh, das Der wird X-Fact. Lux. Das wird X-Fact ärgern hier in der letzten Kurve. Und Lux jetzt Ja, bereits im macht den Ziel. er. Sensationell, ja. Sensationell. Lux hier den Sensationell. ersten Platz. Ja, eine Runde gefahren. Gratuliere an Lux. Ja. Ich hoffe, er bleibt da stehen. Ja, er bleibt stehen. Sehr, sehr gut. Und hinter dem Bubble Arc und Honest, schafft's Honest noch? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, es wird sich Ah, nicht das mehr wird ausgehen. verdammt knapp, Nein, wenn, aber nee, nein. das wird nichts mehr. Souverän vom Obwohl, Bubble Arc, Honest auf Platz 3. verdammt gut. Und Echt? jetzt noch ein kleines Matchup um Platz 5. Ja, X-Fact souverän Ja. auf Platz 4. D-Hammer und Jörg, aber ich glaube auch hier ist das gegessen. Ja, nein, Ja. D-Hammer souverän Platz 5, Jörg Platz 6. Und wir schauen noch zu denen, die etwas weiter hinten liegen. Ja, der Unigab Wir auf jeden sehen Fall hier wieder. Lucke und natürlich unser TD-Fahrer, ja, Unigam. Aber auch der Unigab. wird punkten. Ja, auch der wird punkten. Ja, natürlich. So, Lucke kommt hier jetzt noch in das letzte Eck. Fahrt das auch ganz vorsichtig an, hat ja nichts mehr zu verlieren, ja. Ja, wollte ich gerade Ganz in sagen, muss er Ruhe ganz runter. langsam. Ja, ganz easy going, würde ich die Strecke jetzt abfahren. Das bringt da jetzt Ja. nicht auch irgendwie vernünftig was kaputt zu machen. Nein, nein, nein. Das ist Teil nicht lohnenswert. Nein, das macht er ganz souverän, fährt er da das Rennen zu Ende, ja. Bei deinem Lieblingslogo fährt er jetzt vorbei. Bei deinem absoluten Lieblingslogo. Ja, bei den Hornets. Yay. So, fahrt jetzt ins Ziel. Wir schauen noch mal, wo unser Onegam mit seinem TD ist. Onegam auch schon in den letzten Kurven. Hat sich eigentlich gar nicht mal so schlecht geschlagen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Das ist So. richtig. Lucke kommt ins Ziel auf Platz 7. Und damit wird Onegam Platz 8 belegen. Und das sind schon alle, die ins Ziel gekommen sind. Ja? Das sind alle, die ins Ziel gekommen sind. Sühne will gleich capturen. Ja, der will gewinnen. Kommt ein bisschen mehr in den Capture Point hinein, dann könnte es vielleicht sogar gut gehen. Ja, sehr, sehr gut. Wir schauen uns die Sieger von der Nähe an. Ein sensationelles Rennen hier gefahren von unserem Lux. Ja, da merkt man Yep. einfach, ein Pro ist Pro. Ja, ein Pro ist Pro. Ich mag das nicht, wenn ich von Nobody verfolgt werde. Ich habe da so meine Ängste. Ja. Nobody Da. ist einfach okay, geil. Ja. Und da Das sehen wir es hier. kommt einfach, weil er im normalen Gefecht nichts reißen kann, weißt du? Ja, da muss es so Da muss machen. Ja, er. da muss es so machen. Lux, Bubble Arc, Honest, X-Fact, D-Hammer, Jörg, Lucke. Und wir sehen jetzt hinten hier schon unseren Onigam. Wir werden die letzten Meter hier begleiten in das Ziel. Und Ja, einmal bitteschön. bitte. Oh, wer hat da Bitteschön. geschossen? Ich, Ah, damit sehr du gut. in Ruhe Sehr gut. wegfahren Sehr kannst. löblich. Sehr löblich, ja. Ja, Sehr löblich einer hier. muss es ja machen. Ja, einer muss Wir dir werden. ja helfen. Das Das ist ist gut so. einfach so. Und Ja, da jetzt hol kommt ihn dir. Onigam durch die Ja. Zieldurchfahrt. Und Yay, Gratulation Unigam. Onigam. Ja, Platz 8 belegt. Und da steht sie, die ganze Reihe. Ja. Okay, und Onigam denkt sich, egal, ich überhole einfach alle und stelle mich ganz vorne hin. Ja. Ja, natürlich, warum nicht? Ja. Als TD kann man das schon mal machen. Wie mich der Schweizer hier antippst. Ja, das ist unglaublich. Ja, es Der ist Schweizer. unfassbar. Ja, der Schweizer, das sind immer die Schweizer. Das sind so, so gefährlich hier. Er Die zielt auf sind so mich. gefährlich. Ja, Swiss? Swiss? Nein. warte, Swiss? Böser muss der, Swiss? muss der. Hör auf. Warte. Ja, du musst kurz stehen bleiben. Warte. Nee, das bringt jetzt nichts. Ja, der fährt weg. So, nein, sehr gut, das erste Rennen. Ja, Lux. Oh. Lux, erster Platz. Ich werde Ja. angeschoben. Oh, und da wird wieder geschossen. Es geht los, es geht los. Oh Gott, Es das sind geht die los, Rennleiter und kämpft das war gegeneinander. schon wieder Ich irgendwie. muss fliehen, ich muss fliehen. Ich bin eine Art, ich bin eine Art, ich bin eine Maus, ich bin. Oh, und ich bin tot. Ich bin tot. Nobody die Sau. Mit seiner Hacke. Wirklich, es ist unglaublich. Da Ja, bringt er das ist mich ja. einfach um. Da bringt er mich Kleiner um. So, Spielball einfach, ne? jetzt müsste auch das Bild wieder passen. Ich schau ganz kurz. Ja, das Bild passt wieder. Mal. As I said, ja. Das ist. Das Alles. passt. Oh! Der So, Phil! du bist wieder hübsch, ja. Du bist wieder hübsch. Ich bin schon rausgegangen, weil ich tot bin. So geht das nämlich nicht, ja. So geht das nämlich nicht. Lass mir das doch nicht bieten, hier einfach abgeschossen zu werden, ja. Es ist unfassbar. Eine Disziplin, dass es einer saugraust, möchte ich fast sagen. So, und ich Es ist denke, wenn schlimm. gleich alle raus sind, können wir direkt gleich wieder weitermachen. Sonst wird er wieder zu Genau. knapp. Genau, ich würde auch sagen, wir warten jetzt noch, bis das Rennen zu Ende ist. Ja, Ja. bis hier alle raus sind, weil, Genau, ja. genau. Und dann können wir direkt starten. Nochmal die Platzierung. Der Lux 4-3-6-3, wofür auch immer das steht, ja. Ich nenne ihn ab jetzt, glaube ich, R2D2.
mit 25 Punkten auf Platz 1, Bubble Arc mit 18 Punkten auf Platz 2, Honest mit 15 Punkten auf Platz 3, X-Fact 12 Punkte auf Platz 4, D-Hammer Platz 5 mit 10 Punkten, Jörg Platz 6 mit 8 Punkten, Lucke 7 mit 6 Punkten und Onigam mit seinem TD 4 Punkte noch eingefahren. 9. und 10. Platz sind nicht belegt. Ja, spannende Geschichte. So, und es geht auch gleich wieder los um 2042. 2042 ist die neue Startzeit. Also, für alle, die teilnehmen wollen. Ihr müsst unbedingt hier unsere Moabiot-Channel joinen auf dem EU-Server 1. Ihr startet World of Tanks. Ihr sucht links unten den Channel Moabiot, joins dort. Und um 20.52 Uhr... 52. Habe ich dich jetzt falsch geschrieben? 20.42 Uhr, ja. Das macht ja nichts. Du kannst mich falsch schreiben. Hab das eher vergessen. Nein, ist in Ordnung, ja. Schreib mich halt einfach falsch, ja. Nee, tut mir leid. Um 20.42 Uhr wird laut Uhrzeit.org ein Strich gepostet und die ersten 14, die hier schreiben dürfen, mitfahren. Was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst einfach nur das Map-Paket bei uns runterladen und euch die Regeln anschauen. Nicht schießen, logischerweise, nur rammen und nicht schießen. Map-Paket runterladen in den Res-Mods-Ordner, dort in 085 hinein. Res-Mods 085 und dort kommt der Maps-Ordner rein und dann könnt ihr auch schon dran teilnehmen. Und mitfahren. Es gibt Gold zu gewinnen für den Sieger 2000, für den zweiten 1500, dritten 1000 Gold und Plätze 4 bis 8 bekommen auch noch 500 Gold von uns. Ja, also bitte auch was zu gewinnen. Ja, so, der Stream ist anscheinend nach dem Internet-Fail ziemlich leise. Müsste jetzt aber eigentlich wieder passen. Ich habe in einer für sich alles lauter gestellt. Ja, aber ich werde das nochmal testen. Ja, ich werde das nochmal testen für euch. Deswegen nutze ich nur OBS. Ja. Das ist einfach qualitativ. Maul jetzt nicht rum, ja? Da, das gibt's ja nicht. Sehr unfassbar mit dir. So, jetzt müsste man auf jeden Fall alles wieder gut hören. Alles wieder gut. Habe ich schon. Ich habe die Uhrzeit schon in den Chat geschrieben. Habe ich schon. Ich kann es gerne nochmal machen. 20:42 Uhr. Eine Minute noch. Eine Minute noch. Jetzt muss auch alles in der richtigen Lautstärke sein. Ja. Ich habe die Uhrzeit um 20:39:25 geschrieben, ja? Weil ja, ich denk einfach dran. Du bist so imber. Ja, du bist so imber. Dann um 20:42 Uhr geht's los. Ja. Um 20:42 Uhr geht es los. Das heißt, die Leute haben nicht viel Zeit. Sag mal, ganz eine andere Sache. Spielst du Company of Heroes 2? Nein. Selber schuld. Gut, weitermachen. Okay. Ja. Ja, also für die, die es noch nicht gemacht haben, erstens einmal 30 Sekunden, dann hier schreiben, ja, in 30 Sekunden, ja, laut Uhrzeit.org. Aber ganz, ganz wichtig, die Channels wurden schon gepostet. Bitte unbedingt MoreVOT auf Twitch followen, auf YouTube followen und natürlich auf Facebook. Ja, ganz, ganz wichtig, die Channels wurden gepostet. Ihr würdet uns einen großen Gefallen tun, wenn sie auch unseren Mike liked auf Facebook, unseren Stream followt, der hier einer der besten Caster ist, den die Welt je gesehen hat. Liegt ohne rot zu werden, ey. Ich kann das gut, ey, ich habe das gelernt. Ihr könnt natürlich auch gerne mir folgen, also bitte bei mir auch einfach mal auf Folgen klicken auf Facebook und meinen Twitch-Stream folgen. Und es gibt ein großes Gewinnspiel bei mir, nämlich gibt es Grid 2 zu gewinnen in Kooperation mit unserem Partner PlanetKey.de, der sowohl bei mir Partner und Sponsor ist, als auch bei MoreVOT. Also da können Sie Grid 2 noch mitnehmen, das wäre natürlich super, super awesome. Ja? Hast du Grid 2 schon gespielt? Nein, ich habe Grid 2 noch nicht gespielt, muss ich sagen. Ja. Oh, geil. Hust, ist echt geil. Ja, du bist ein Spoiler. Ja, du bist ein Spoiler. Nein, das ist ja kein Spoiler, ich sage ja nicht, was da drinnen passiert, sondern ich sage einfach nur, es ist einfach geil, ohne Mist. Ja. Es ist race-technisch, wir haben gestern bis 5 Uhr gespielt, 5 Stunden durchgespielt. Echt? Nee, bis 3. Wir haben das so weggesucht. Ich muss ja arbeiten. Ja, ich kann ja nicht einfach bis 5 Uhr spielen. Ja, so ich wollte auch gar nicht so lange. Also wir haben bis 3, ich habe mich gerade versprochen. Also 5 Stunden haben wir gespielt. Ich wollte gar nicht so lange. Natürlich. Ja? Aber wir haben da noch mit Zuschauern aus dem Stream gespielt. Ey, das ist einfach genial gewesen. Ja, das macht echt Laune. Ja, und jetzt, Hust, heute startet der Open Beta von COH2. Ja. Und deswegen nachher noch gefragt. Alles klar. Ja, nachher noch live auf meinem Channel nach der Besprechung. Ach, du bist hier wird nochmal eine Noob-Runde. Also unbedingt bei Mike dann reinschauen für Noob CO2. Ja, CO2. Das sagt der Richtige, ja. Ist klar, ist klar. Wir haben übrigens schon wieder unsere 10 Teilnehmer. Ich glaube, das sind genau dieselben vom letzten Mal. Ich hoffe, diesmal funktioniert bei Thesen auch das die Map, ja. Nein, Mathis ist, glaube ich, noch. Ich glaube, Mathis ist vorhin nicht mitgefahren. Oder nein, Mathis wurde getötet, oder? Der hat DC gehabt. Der Mathis, nee, ich glaube nicht. Ja, nee, das war nicht der Mathis, das war der Big.
Bigs Ah ja, war genau, das, der der hatte Bigs, der offline die ist. Ja, 10. Matt ist neu. Also wer Genau. teilnehmen will, 4 Plätze haben wir noch. Ansonsten geht's gleich los. Die Invites gehen jetzt gerade raus. Und die nächste Map, die wir fahren, ist Westfield. Westfield wird eine Runde gefahren und ich bin sehr, sehr gespannt. Da geht es nämlich ziemlich oft bergauf und bergab. Ich bin gespannt, wie hier die Streckenführung sein wird. Bin selber, natürlich gehe ich immer sehr neutral an die ganze Sache heran und habe das nicht getestet. Ja. Und Tyson schreibt, er hat alles gefixt mit Hilfe. Na, awesome. Dann geht's jetzt gleich los. Ja, und bergauf, bergab, über Stock und Stein wird es gehen. Ja gut, ich kenne dich schon. Ja, du bist halt ein alter Pro. Ja, sag ja, Ich bin. du bist too pro for me. Ja, das ist unglaublich, was du Ach, nee, nee. machst. Die ist echt schwierig zu fahren mit einem kleineren Fahrzeug. Gibt es einige Stellen extrem böse und Spoilerst. extrem. Nein, Das ist wieder ich spoilerst du warne. natürlich. Du Ich warnst. krieg dafür Ja. Geld, Armin. Die haben mir dafür Ach Geld geboten. so, na sag das doch gleich, wo ist meine Beteiligung? Ja, das sage ich dir Ja, nachher. das Ich ist muss wieder dann typisch, ja? Sie ist nach dem so ein Stream Leecher. direkt offline. Ich muss das Geld dahin Ja, zählen. natürlich, natürlich. Ja, na, selbstverständlich. So, wird Ja, gleich klar. losgehen. Die ersten Leute werden schon ins richtige Team verfrachtet. Ja, einer. Ich will auch noch. Die Hallo? ersten Leute, ja, dann klick halt auf Battle Noob. Ja, du bist im richtigen Team. Was suchst du denn herum? Hä, wo bin ich denn bitte im richtigen Team? Du Nein, bist bin in ich Team nicht. 1, natürlich. Ja, das ist falsch. Nein, das ist richtig. Nein, ich Weil? bin nicht bei den Streckenposten. Doch? Nein. Na, selbstverständlich. Ich bin im Team 2. Ja, weil so wenig Fahrer da sind. Jetzt bist du ins Team 2. Ja, ich weiß genau. Ist immer Ach, du machst dasselbe mich Ding. fertig. Nee, das kommt, weil ich. Ach, leck mich am Arsch. Oh Mann, ich stream für MoWoT zu viel. Ich krieg's nicht raus. Ich krieg Er es hat nicht einfach. raus. Es ist halt Mike, ja. Also, es gibt noch eine eigene Spendenhotline für Mike, ja. Gegen Krankheiten, die nicht beseitigt werden können. Ah, ist das schön. Wenn ich dich nicht so gern ärgern Krankheiten. würde, ja. Oh Mann, ey. Ja, bitte. Oh, nee, das ist alles okay. Heute ist einfach nicht mein Tag. Das macht doch nichts, deswegen hast du mich. So, die Leute werden schon in den Channel ins Team hineingezogen, ja. Es fehlt nicht mehr viel. Die bei Left stehen, bitte auf Battle draufklicken oben. Auf Battle klicken, sonst könnt ihr nicht dran teilnehmen, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Oben auf Battle draufklicken, damit ihr dabei seid. So, jetzt stehen wir mal. 2, 4, 5, 11. 6, 7, 8, 9, 10. 10 passt doch, oder? 10 ist gut. So, und 10 ist wieder. gut. Ja, wir haben wieder 10 Teilnehmer. Ja, ich vermute, dass heute die Teilnehmerzahl deswegen geringer ist, weil wir Mittwoch streamen. Ich denke, der eine oder andere hat wahrscheinlich vermutet Donnerstag, was ja unser normaler Streamtag für Race Wars ist. Diesmal Mittwoch. Umso wichtiger bitte, dass ihr unsere ganzen Facebook-Channels, die von Mike, die von mir, aber natürlich die von MoreWoT, möglichst auch teilt. Ja, das wäre ganz, ganz toll, weil wir kündigen das natürlich auch immer an, dass gefahren wird, damit die Leute auch hier rechtzeitig am Start sind und mitfahren können. So, Honest muss noch auf Battle klicken und Teson muss auch noch auf Battle klicken. Honest hat schon, Teson bitte noch auf Battle klicken und dann können wir auch schon direkt losstarten Jetzt habe ich noch mal in die nächste Map. Ja, bitte, also. eine Frage an die Community. Wieso findet ihr meine Katzen so geil? Ja, einfach weil Das du so ist eine scheiße bist, Sache. ja. Ey, du bist ein Arschloch vor dem Herrn, ohne Scheiß. Das geht Auf dein gar Wohl, nicht. Mike, auf dein Wohl. Ja, Prost. Das macht nichts, wir lassen Meine uns die Laune Katze. nicht verderben. Ja. Ne, will doch nicht. Weil die geil sind. Siehst du? Jörg schreibt das. Ja. Es ist einfach so. Ich brauche keine Katze. Ja. Ich habe meine Frisur. Ja. Und Flo schreibt übergleich, der Admin hat es erfasst. Ja. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Ja. Deswegen habe ich mich so genannt, das Kind. Ja. So. Ja, ich glaube, wir können gleich starten. Die Rennleitung darf natürlich sofort loslegen und wir können dann direkt reinstarten. Was heißt nicht bullos? Was ist mit dir? Sehr unglaublich, wirklich. Für euch style ich mich nicht mehr, ja. Das ist ja wirklich eine Wo Gemeinheit. bist denn du gestylt? Na hallo, da die Frisur, der Teint, die Schminke, ja. Was für eine Schminke, du siehst aus. Nee. Aufpassen, Hustenettenbärchen, ja. Ja. Komm nicht mit Messer und so einer Schießerei, ja? Ja, das sowieso nicht. Ich bring meinen Hund mit. Das ist aber nicht fair. Nein.
Das geht so Ach, nicht, gell? das ist dann wieder nicht Wie fair, groß ist dein Hund? ja. Wenn er steht oder wenn er normal, also wenn er auf zwei Beinen steht oder normal. Ich sag von vornherein, das ist ein 24 Kilo schwerer Hund Wie und groß ist dein Hund, wenn er steht? auf zwei Beinen oder auf vier? Oh, es geht los, es geht los. Ja, es geht los. Ich war schon Ja, wieder sag etwas grad. fertig. Ja, ich Ja, bin sag einfach grad. hin und wieder fertig. Was soll ich tun? Nee, komm, erzähl, wenn der Hund auf zwei Beinen steht, also auf einen hochkrabbelt, oder wenn er normal auf vier Beinen steht. Was Ja, jetzt komm. interessant ist, Unigam ist untreu geworden. Ja? Hast du das Du gesehen? lenkst ab? Nein, nein, ich denke Den, nicht. Aber Unigam ist untreu geworden. Schau das an. ja. Der fährt Ah, den auch den T2 Lite M2. jetzt. Ja? Ja, Ah, T2. den M2. Ja. M2, ja. T2 und M2, M2 ja. Lite. Also umgestiegen, erkannt, mit dem TD ist er doch nicht so schnell umgestiegen auf einen vermeintlich schnelleren Panzer. Ja? Was So. macht meine Katze wo? Meine Katze. Oben drauf? Sonst auch nicht. Ja, noch eine andere Sache. Also mein Hund ist, wenn er ein Männchen macht, sag ich mal, also nicht im Sitzen, sondern an dir hoch springt, circa 1,60 bis 1,70. Wahnsinn, starker Hund. 1,70. Ja, Das wenn ist, es mir hier an Hals kommt. ja, das ist, Ich stand ja gerade. ein Schäfer- und Staffordshire Terrier Mix. Da brauchst du gar nicht zu gucken, Hund. So, wir sehen, wie die Teilnehmer schon das Startgrid hier besetzen. Bubble, Matzi, X-Fact, Honest, Lux, ziemlich weit hinten diesmal. Ja, und Jörg, jetzt Lucke, siehst. Diehammer und da kommt Onigam angerauscht, ja. Und hinten wieder Tesun, der aber dabei ist. Und es ist nicht zum Start entschieden. Wir haben das beim letzten Mal gesehen, der Start ist nicht entscheidend, um zu gewinnen. So, es Ach wird ja, das. nochmal zu. Ja. Hast du es schon mitbekommen mit dem Einsteigerguide? Du wirst das sicher sagen, ja. Ja, wer da jetzt mitmacht? So, für Ja, die nächsten zwei, drei Sendungen? deine Ja. Holde, oder? Komm her, Murat, komm. Die will nicht. So, weiter zum Thema, komm. Das könnte heute noch Konsequenzen haben, sage ich mal so. Was für Konsequenzen? Ah, ich weiß nicht, ich unterstelle das einfach so vorsichtig. Ich denke, Willst du es geht mich gleich wieder los, hauen? ja? Nein, das weiß ich nicht, ja. So, ich denke, es geht gleich los und die Streckenführung ist vor allem zum Schluss, kommt noch eine, also wir fahren eine Runde. Nochmal der Hinweis, wir fahren eine Runde und ich denke, dass der Schluss hier furchtbar entscheidend wird. Ich glaube, der hat so in sich, da kann man, denke ich, viel falsch machen und viel richtig. So, die Es kommt halt Rennleitung auf wird uns die. wieder das Okay geben und dann darfst du Entschuldigung. wieder schießen. Ja, nein, um Gottes Ja, ich darf Willen. dann wieder schießen. Ja, Da darfst du schießen. da Ja, ist starte es. in den nächsten 2 Minuten. Ich überlasse die Moderation dir. Ja, du überlässt mir die Moderation. Ja, bin mal gespannt, wie das Rennen gleich ausgehen wird, wie sich die Fahrer hier auf dieser Map schlagen und ob sie vielleicht geübt haben. Also ich denke, das wird heute auf der Map auf jeden Fall spannend. Da gibt es, wie gesagt, so ein, zwei Singer, die sind halt ein bisschen ekelhaft. Ja, und ich denke, wir fangen damit auch an. Unglaublicher Schuss. Und Lucke bleibt am Start stehen. Motorschaden bei Lucke. Nein, er kriegt den noch gestartet. Das ist unglaublich. So, wir begeben uns in den ersten Bereich statt. Und da Ich fahrt heb ihr das raus. einiges. Ich habe mir gedacht, ich habe schon wieder disconnect, weil die gerade ausfahren. Alter, nein. Ja, das ist ja unfassbar. Wird da geschreckt. Und hier ein unfassbares Matchup hinauf. Honest sehr, sehr schnell. Ja. Vor X-Fact und Bubble. Und Lux kommt schon wieder von hinten angerauscht. Ja, ich glaube, der. Obwohl er das Gold, glaube ich, gar nicht nötig hat. Ja, der ist Ja, ja das ein ist. oller Leecher. Ja, ein oller Leecher. So, die Ja, Top Pro ist 5 Pro. hier. Die Top 5 hier mit Honest ganz an der Spitze, gefolgt von X-Fang, Bubble Arc und Lux. Und hier, um Gottes Willen, da sieht man, was es ausmacht, den Baum zu fällen mit dem Tier 2 Panzer. Ja, und jetzt wird's Und natürlich erstmal interessant. ja, jetzt Honest fährt das sehr, Oh. sehr vorsichtig rum. Oh, Gottes Willen. Und? Oh ja, oh, Wow. stark. Oh, sehr, sehr Oh, stark. super. Alle. Oh, Oh, aber hier, ich. Jörg, das hat schon nach Ketten Und geklungen bei Lux. Lux. Aber repariert, ja, eindeutig Ja. repariert und es geht weiter für Lux. Aber auf Platz 5 Haha. zurückgefallen und ich finde es sehr, sehr stark von den ersten drei hier. Mit Höllentempo darunter, ohne sich die Ketten zu zerstören, das ist nicht ohne. Ja. So, vorbei an unserem Streckenposten Swiss jetzt gleich. Geht's hinauf. Und wir schauen noch ein bisschen zurück hier. Lucke, Diehammer und Onigam und Teson matchen sich für um den letzten Platz hier. Onigam mit einer starken, Ui. sehr, sehr starke von Onigam. Sehr, sehr Mit stark. Teson bleibt dem ein bisschen anderen. hängen, ja. Ja, was ist mit seinem M2 leidlos? Also, Unigam Ja. hat das sehr gut gemacht, die Kurve, und er driftet, oder besser gesagt, schiebt sich Ja. da selbst ins Aus. Na, Verrückt.
Sehr, sehr gut. So, wieder an die Spitze zurück. Honest, Boah. vor Bubble Arc, X-Fact. Lux jetzt wieder auf Platz 4. Hat Jörg also überholt und Matzi auf Platz 7. Wir gehen hinunter in den nächsten Stadtbereich. Honest fährt hier sehr, sehr klug. Man merkt, dass er wahrscheinlich die ein oder andere Erfahrung an der. Um Gottes Willen, und hier gibt es einen Auffahrunfall auf der Boah. 1. Der Lux holt, überholt einfach. Das ist. Ja, Lux sehr clever, aber hier verschätzt hat sich gedacht, das Haus kann ich umfahren, dem ist nicht so gewesen und jetzt drängen sie sich alle hinaus. Das lässt natürlich Honest hier vorne viel Spielraum, der schon den ganzen Weg hinaufgefahren ist und Lux jetzt auf Platz 2. Für Lux allerdings sehr, sehr wichtig, weil er natürlich das erste Rennen gewonnen hat. Und das bedeutet wichtige Punkte, die er jetzt noch einfahren kann. Aber ein sehr, sehr enges Rennen eigentlich. Honest und Lux zwar ziemlich weit vorne, aber der Rest hier 2, 4, 6. Hannes ist da auch hängen geblieben an der Kirche. Ja, aber das merkt man kaum. Ich bin gespannt, wie Lux das jetzt löst. Hier, wir scrollen halt rein zur Kirche. Und. Oh! Ja, also Das hat weh. diese eine Kirchenflügel ist äußerst gefährlich. Oh, X-Fact muss alles umfahren und. Uff, das war knapp bei Jörg. Das war knapp bei Jörg. Bubble hier durch. Matzi fährt etwas außenrum. Und die Hämmer bleibt leicht hängen hier. Bleibt leicht hängen. Und wir bewegen uns wieder den Berg hinauf. Und jetzt kommt Jörg an Lux heran. Ja? Muss aber hier den langen Weg nehmen. Ja? Und wir sehen, wie weit wir rauscrollen müssen, um Honest zu finden. Honest, sehr, sehr weit draußen hier. Schon sehr, sehr weit gefahren. Starkes Rennen Ja, bis jetzt darf von ich. Oh. Honest. Der Jörg will da, glaube ich, den Lux, Ja. die wollen und hat es. Ja, das Ist schaut auf gut wenige aus, weil er Zeit. ist auf der engen Ja. Linie. Ja. Lux kann hier nicht zumachen, es ist unmöglich. Jörg bleibt hier oder schiebt sich auf Platz 2 und es geht jetzt steil bergab. Man sieht es schon bei Honest. Honest fährt hier recht vorsichtig und kann ganz knapp an der Ohne. Strecke drin bleiben. Sehr, sehr stark von Honest. Und jetzt natürlich bin ich gespannt, wie hier das Jörg und Lux. Oh. Und Jörg zerstört sich hier die Ketten. Lux fährt etwas Direkt. weniger riskant Aber rutscht da, und glaube ich, auch kommt. gleich ganz minimal Ja. aus der, oder? Ja. Oh, Oh, die der hat er sich Ketten die bei Ketten Lux. Ja, gezogen. das waren die Ketten bei Lux. Und jetzt Da kommt haben wir Matze repariert hinunter. hat. Und die Ketten. Aber Jörg hat sich die Ketten nicht Oh. zerstört. Jörg hat sich die Ketten nicht zerstört. Die hauen Und sich da alle nacheinander die Ketten ab. und Die auf dem rutschen natürlich schnellsten auch aus Weg, der Bahn. ja. Aber. Oh, stark von Lucke hier. Starker Ja. Slide von Lucke. Ja, schön aus der Map rausgerutscht, aus Wir müssen Versehen, so wieder wie wir es gerade ganz gesagt weit rausscrollen und ganz weit vorne. Schaut, wo Honest ist. Der ist schon wieder fast am Berg hinauf. Bewegt sich hier in den Morbiot-T-Bereich und in die SteelSeries-Kurven hinein. Ja, heute Wahnsinn, hat der ist. einen Vorsprung. Starkes Rennen Dann. von Honest, ja. Und jetzt ist natürlich eine wichtige Frage. Lux ist auf Platz 5 zurückgefallen. Das kostet viele, viele wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Ja, und Dementsprechend muss Ex. er jetzt versuchen, davor zu kommen. Ja, der Ex-Fact lässt ihn, glaube ich, auch nicht vorbei. Warum Ist sollte da er auch, ganz hart ne? bei. Ja, das denke ich mir auch. Aber ich Und denke eine mal, wenn Kollision die. beim Hinauffahren hier bei Lux. Das merkt man gleich, wie ihm hier das Tempo jetzt fehlt. Aber er dürfte eine bisschen bessere Crew haben. Er fährt hier trotzdem. Na, er kommt nicht wirklich vorbei. Er kommt nicht Aber wirklich vorbei. er nimmt auf jeden Fall jetzt wieder die engere Schiene, so wie das aussieht. Ja, da kommt er auf jeden Fall ran. Hängt er eben schon Genau, an den Ketten. am Panzerpopo, ja? An den Ketten. Am Panzerpopo. Und Honest schon in der Stadt durch den ganzen Den sehe ich gar SteelSeries-Bereich nicht durch. mehr. Den sehe Wahnsinn, ich wir scrollen kaum. ganz kurz vor zu Honest, ja. Hier kann er ganz in Ruhe alles umfahren, das stört überhaupt nicht. Er hat genügend Zeit und bewegt sich hier fast schon wieder in den Stadtzielbereich hinein. Ja, nochmal durch den Morviot-T-Hügel ab ins Ziel. Wir wollen aber natürlich schauen, wie geht die Schlacht um Platz 2 aus. Matzi auf Platz 2, Lux jetzt schon auf Platz 3, hat sich an Jörg und X-Fact vorbeigeschoben, ja. Nicht Lucke und schlecht. die Hämmer. Oh, da waren stark Hornes hier. Ketten, glaube ich, ab, so wie das Ja, geknallt hat. da gibt's viel Schaden, da gibt's viel Schaden, da dürften sie aufgefahren sein aufeinander. Und das kostet jetzt natürlich Zeit im Kampf um Oh, die Plätze. der Lux zieht an ihm vorbei. Lux auf dem Ja. zweiten. Am Matze. Oh, das wird jetzt interessant. Jetzt geht's nämlich steil bergab, ja. Jetzt geht's steil Wer bergab, nimmt, ja, Kinders. und wer nimmt den besseren Weg, ne? Und jetzt Lux versucht's außen, aber sehr schnell unterwegs, Lux. Oh, und das waren bei Das waren noch beiden die seine Ketten. Ketten. Das waren bei beiden die Ja. Ketten. Wer hat Wir jetzt die schauen bessere vor. Crew? Wir müssen Wer? vorschauen zu Honest. Um Gottes Willen, Honest rutscht raus aus Oh, der Map, Luke! muss hier wieder zurück, ja? Muss hier wieder zurück auf Luke, die ohne Mac. Probleme. Oh, da fährt der Lux auch wieder. Jetzt sehe ich ihn. Ja, aber Honest fährt auch ganz, ganz langsam, bewegt sich jetzt, aber Honest wird dieses Rennen souverän gewinnen, egal ob Ketten oder nicht. Ja. Ja, ganz souverän, Gratulation, Honest zum ersten Platz. Oh, er macht uns den Moonwalk, er macht uns den Moonwalk, müssen reinscrollen. Unfassbarer Moonwalk hier von Honest, sehr arrogant seinen Mitspielern gegenüber. Genial, sehr schön.
So, Lux auf dem zweiten, aber der Ja, Kampf und auf dem Jörg dritten. schiebt sich noch an Lucke vorbei. Oh, Ja, das aber wird der jetzt ein hängt da harter jetzt. Kampf. Ja, Lux wird hier auf Platz 2 Boah. ins Finish kommen. Und hier die Yep. ersten Ketten. Lux auf Platz 2, Lucke auf Platz 3. Und Jörg hängt. Matze und X-Fact. Oh, Matze und X-Fact. Matze auf Platz 4. Es ist unfassbar vor X-Fact auf Platz 5. Die Hammer bewegt sich auf Platz 6 zu. Jörg auf Platz 7. Bubble auf Platz 8. Wird so ausgehen? Ja, das schaut gut aus. Da wird sich nichts mehr tun, so wie ich gesagt habe. Oh, und dann Der nochmal ein Schuss wird. Auffahrunfall. Platz 6, 7 und 18 entschieden. Wir wollen allerdings nicht vergessen, dass hier hinten noch zwei Panzer fahren. Und Onigam ist nicht mehr letzter, fahrt hier mit seinem nicht mehr TD. Ja, und das bringt ihm natürlich hier die Plätze. T-Sohn, alle geschlagen. Ich vermute, dass hier die Crew auch noch nicht so gut geskillt ist. Da hat er einfach noch nicht die Vorteile, die hier andere Spieler haben, deren Crew hier deutlich stärker ist. Ja. So, wir wollen aber natürlich eine Runde zu den Siegern schauen dieses Rennens. Wir bewegen uns hier zu den Siegern. Ein sehr, sehr starkes Rennen von Honest. Das war eigentlich fast ein Startzielsieg von ihm. Er hat sich das nie zu keinem Zeitpunkt nehmen lassen. Hat er ein sehr, sehr starkes Rennen abgeliefert. Ja. Honest vor Lux, vor Lucke. Aber Lux, muss ich sagen, hat sehr stark gekämpft, wenn man überlegt, wie oft er wirklich zurückgefallen ist und es dann trotzdem noch geschafft hat, auf dem zweiten Platz jetzt in Das ist der richtig, ja. Entscheidung. Also Das ist das ist natürlich verrückt. Oh. richtig. Honest vor Lux, Lucke, Matze, X-Fact, die Hammer, Jörg und Bubble. Und wir sehen hier unsere Crew, die hier alles abdeckt. Wollen aber natürlich schauen, wie meistert hier unser Onigam die letzten Wellen. Kommt hinunter. Und hier, um Gottes Willen, hier sehe ich einen zerstörten Streckenposten. Nebo ist tot. Ja, Nebo hat sich zerschossen, ja. Und hier kommt Swiss. Oh, um Gottes Willen, ein großer Absturz von Swiss. Da liegen sie tot, ja. Blockieren ihr Teson, das ist unglaublich. Aber ich glaube, Teson, ja, das waren die Ketten bei Teson. Das ist schon ein sehr, sehr ein starker Abfall dieser Strecke. Onigam bewegt sich jetzt zum letzten Mal mühsam den Hügel hinauf, um dann auch Richtung Startziel zu fahren. Und nicht ganz unwichtig, ja, er macht auch wieder Punkte. Denn er ist diesmal auf Platz 9 und damit ein bisschen mehr Punkte als Teson. So, da kommt Onigam. Und der Und hängt kommt. aber, Oh, der genauso hängt da. wie Oh, vorhin der wird Jörg. es noch spannend? Wird es noch spannend? Nein, nein, da Ah, kommt er nee, da drüber. das noch. Da kommt er drüber, Ja. slidet aber ein bisschen, das macht aber nichts. Ja, sehr, sehr stark. Vollgas ins Glück, ja. Platz 9, Gratulation Oh, unserem ohne sich die Onigam. Ketten zu. Ja, nicht Ja, schlecht. es war stark, war ziemlich stark Das gefahren jetzt. ist. Ja. Also auf jeden Und Fall besser als mit seinem TD. das ist richtig, genau. Und da macht es auch mehr Freude, denke ich, ja. Teson noch Ja. zuschauen auf den letzten Metern. Auch er, glaube ich, bleibt ein bisschen hängen, wählt hier eine andere Kurve, fährt ein bisschen hinaus. Ich hoffe, dass er nicht zu weit slidet jetzt gleich. Ja, das leidet er, das leidet er, das leidet er. Ich denke, da ist Platz 10, ist, wird die Rennleitung hier ein bisschen das Auge zudrücken. Ah, Und hat da der Sinn. hinten hat sich Sinne die Ketten gerade zerstört, ja. Und hier Platz 10 ist auch gesichert an Teson. Alle Punkte natürlich. Teson baut hier noch. Ich werde gerammt, ja? Hast du das gesehen? Ja, das habe ich Einfach gesehen von gerammt Co. von Chrom. Es ist unfassbar. So wird man heutzutage als Caster behandelt. Ihr müsst euch das vorstellen, unter welchen Bedingungen wir arbeiten müssen, ja? Nochmal Gratulation. Naja, da An stirbt die. Chrom. Ja, sehr gut. Nochmal Gratulation. Honest auf Platz 1, Lux Platz 2, Lucke 3, Matze 4, X-Fact 5, Diehammer 6, Jörg 7, Babel 8, Onigam 9, Tes und 10. Wir schießen jetzt alle ab, damit es schneller LOL, geht. drei Stück? Du hast drei Stück auf einmal gekillt, ich bin so stolz auf dich. Drei Stück auf einmal? Ja? Weil ich heute nicht streamen. Drei Stück auf einen Schlag. Was ist da Wehe, los? ich hätte das gemacht beim letzten Mal. Ja, das ist ja unglaublich. Nein, Das ist verrückt, oder? sensationelles, sensationelles. Was heißt das? Schieß auf Armin? Pullus, was soll das heißen? Es ist unglaublich, ja. Es ist unglaublich, was sich hier Ja. für Zustände abspielen. Ja, tolles Rennen. Wir sind schon wieder draußen. Das heißt, wir können auch die nächste Startzeit vorgeben. Ich denke, es ist 21:05, oder? Ja, ich schreibe dir rein. Sehr gut. 21:05 laut Uhrzeit.org. Ja, also für alle, die hier Falsche. teilnehmen wollen. Ja, Falsche Chat. Uhrzeit.org. Macht nichts. Um Genau. 21:05 geht's gleich wieder los mit der nächsten Runde. Es wird die nächste Strecke gefahren auf Ensk. Und hier werden drei Runden gefahren. Auf Ensk werden drei Runden gefahren. Ah, okay. Das heißt, wird sehr, sehr spannend. Nochmal der Hinweis. Ganz, ganz wichtig, ihr müsst uns unbedingt adden, MoreVOT auf Facebook liken, auf YouTube followen und natürlich dem Twitch-Stream hier followen. Dann
unseren Mike, ja, der einer meiner Lieblingscaster ist, ja, wenn nicht der Lieblingscaster schlechthin, ja, unseren Mike auf Facebook adden und natürlich auch hier auf Twitch TV. Selbstverständlich würde ich mich auch freuen, wenn Sie mich auf Facebook liked und auf Twitch TV. Die ganzen Channels werdet ihr jetzt hier gespammt bekommen. Klickt da mal drauf und folgt uns. Wie ich habe zurzeit ein Grid 2 Gewinnspiel mit unserem Sponsor und Partner planetkey.de. Auch da könnt ihr gerne dran teilnehmen und Grid 2 mitnehmen. Ja, was müsst ihr tun, um mitfahren zu können? Eine Minute haben wir noch. Ihr müsst einfach auf den EU-Server 1 kommen, hier auf World of Tanks, dort den Channel MoreWoT suchen, joinen und sobald um 21:05 Uhr ein langer Strich gepostet wird von unserem Alf, dann bitte ganz, ganz wichtig, dann müsst ihr hier schreiben. Ja, dann müsst ihr hier schreiben und die ersten 14 fahren mit. Und da würde ich euch natürlich sehr, sehr gerne dabei sehen. Was braucht ihr dafür? Ich habe die Regeln schon gepostet. In diesen Regeln findet ihr, Postus hier nochmal, die Maps, ja, und die müsst ihr reinspielen in ResMods 085 und dort kommt der Maps-Ordner rein, dann kann da auch nicht schief gehen. 20 Sekunden noch, dann wird hier gespammt und dann bin ich schon sehr, sehr gespannt, wer diesmal wieder mitfährt. Das dritte Rennen, ey. Das Verrückt. dritte Rennen, ja, wir sind so gut im Zeitplan, denke ich. Das Sehr, sehr gut im heute läuft Zeitplan. echt gut. Ja, heute läuft verdammt gut. Und wir Zeitplan auf haben jeden auch Fall. natürlich einen vorübergehenden Zwischenstand, wenn den wer wissen will. Wir haben im Moment auf Platz 1 unseren Lux mit 43 Punkten. Jetzt wird schon hier gespammt, ja. Es geht schon wieder los. Nicht das hier verpassen. Ich habe jetzt 2, 4, 6, 8 Leute, die hier gespammt haben. Da geht mehr, Ja, ja. da muss Da auf jeden geht Fall mehr gehen. definitiv mehr. Der Zwischenstand. Lux mit 43 Punkten auf. Und das ist, glaube ich, eine andere Map, die hier Philly hat. Malinowka. Malinowka hat er da. Jetzt muss ich gerade mal. Wir werden da unterbrochen. Bix, du bist im falschen Chat, du musst in-game unter Kanäle und dann Morbius Genau. Aber das macht nichts, Bix. Einfach, du hast noch Platz, einfach reinspammen. Malinowka, da wird nur eine Runde gefahren, sehe ich. Okay, Philly hat das gechanged. Malinowka, da wird eine Runde gefahren. Ist aber auch kein Problem, wir sind ja flexibel. Ja? Zum Zwischenstand nochmal. Lux auf dem ersten Platz mit 43 Punkten, dicht gefolgt von Honest mit 40 Punkten. Dritter Platz, und das ist sehr, sehr spannend, Bubble Arch mit 22 und X-Fact mit 22. Lucke mit 21 auf Platz 5. Die haben wir mit 18 auf Platz 6. Jörg mit 14 auf Platz 7. Und dann kommen Matzi, Onega und Deson mit 12, 6 und 1 Punkt. Das heißt, es wird sehr, sehr spannend, gerade im Kampf um Platz 3. Ja? Platz 1 zwischen Dux und Honest und Platz 3 wird äußerst spannend werden. Ja, bin ich mal gespannt, wer heute wirklich boah, Die den ersten macht. Krone, ja, die Krone mitnimmt. So, es wird schon invited, ja. Also bitte, die mitfahren wollen, hier spammen. Wir haben noch Platz 2, 4, 6, 8, 10 haben wir jetzt hier drinnen. Bix einfach nochmal reinschreiben, dann bist du der Elfte und kannst da auch dran teilnehmen und bist natürlich herzlich willkommen. Ich hoffe, es klappt jetzt auch mit dem Internet. Ja, ich hatte heute auch kurze Probleme, einen klassischen Ausfall hier gleich im ersten Rennen, aber den haben wir ganz dezent übergangen. Ja, Was bin mal sagst du, gespannt, Mike, wie zu den ersten zwei Rennen? ja, sehr fair abgelaufen. Also wir haben ja gesehen, dass der Lux da auf jeden Fall die bessere Mannschaft besitzt. Die Maps nicht kennt, das sage ich von vornherein, der hat nicht geübt, kein gar nichts. Der hat einfach wahrscheinlich wirklich die bessere Mannschaft in seinem Tank. Aber zu dieser Map, die wir jetzt fahren, muss ich sagen, ich bin mal ehrlich gespannt, wie viele im Ziel kommen. Wirklich? Ja, da bin ich. Also wenn Es du sowas von gibt diesen, spoilerst. das ist ja nicht Spoilern, diese Map mit dem bekannten Planet Key See. Eine ganz, ganz gefährliche Schikane da, um da durchzukommen, das ist. Erfordert sehr viel Feingefühl. Ich habe schon probiert, ich habe es geschafft. Einige Dann kann es ja meiner nicht so schwer sein. mit ah, du bist heute nicht awesome. Ganz geschmeidig gar nicht. Ah, also, mal, das ist heute gar nicht. Nee. Ja, und Genau, so? denkt dran, wenn ihr mitmachen wollt, geht bitte ins 4WoT Community Teamspeak. Die IP wurde gerade gepostet von dem Flo. Dankeschön, dass du es heute übernimmst. Das ist einer von deinen Zuschauern, glaube ich, ne, Armin? Natürlich, Flo ist mein absoluter Favorite-Spammer. Ja. Awesome Flo Okay. ist awesome. Genau. Ja, So, ihr aber was kriegt könnt's. denn dafür? Ja, Flo kriegt Dank und Anerkennung. Ja. Ah, okay, cool. Sehr Flo, ich brauche auch noch so einen auf meinem Channel.
So, ich schau mal, 2, 4, 6 Leute, vergiss es, 10 und Bix ist der 11. Ja, dann können wir jetzt mit 11 Leuten starten. Flo gehört mir. Ja, das ist ein Besitzverhältnis, das nicht aufzulösen ist. Ja? Ich hab Spiele für dich, wenn du möchtest. So, das war schön. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von unserem Mike. Ja? Danke, Mike, fürs Mitmachen. Es ist unfassbar. Leute, es ist unfassbar. Schreibt mal alles ein riesengroßes Flow is awesome hinein. Ja? Flow is awesome, das muss jetzt einmal mal sein, weil awesome Flow is awesome. Ja? Flow is awesome wäre jetzt ja. Flow awesome ist die Abkürzung, das ist auch in Ordnung. So, ich denke, unsere Rennleitung ist auch schon wieder bereit und kann natürlich jederzeit starten. Wir sind da zu jeder Schandtat bereit. Ja, Flow awesome, ja. Ja, komm. Wie, das geht nicht. Chrome, weg, ja. Das ist unfassbar. TESOM wird gleich Message deleted, ja. Das war falsch, Jason. Ja. Flossum! Plosum, ja. Pullos hat manchmal so unfassbar, ich meine selten, eigentlich fast nie, aber hin und wieder. Ja? Flossum ist awesome. Ne, Flossum ist cool. Ich merke mir das gleich. Flossum. Ah, oh, es So, geht los. es geht los, es geht los, es geht los, es geht los. Wir schalten auf unseren Rennscreen, auf Rennscreen. Willkommen hier zu unserem Rennscreen bei Race Wars. Race Wars. Ja, aber das Komische ist wirklich heute so wenig Teilnehmer. Ich Ja, glaube, ich die vermute, werden es morgen liegt am alle kommen. Mittwoch. Ich glaube auch, morgen wird das große Geschrei sein. Um Gott, das will ich einmal gedacht am Donnerstag fürs Race Wars. Aber es macht nichts nächsten Donnerstag wieder. Keine Sorge, Richtig, nächsten dann Donnerstag. dürfen auch eigentlich alle wieder mitmachen. Außer halt die Selbstverständlich. jetzt auf dem ersten Platz Die sind. ersten drei Plätze, natürlich. Die ersten drei Plätze. So, ich fühle mich ein bisschen abseitsartig gerade. Ja, ich starte als Einziger im Wald, das finde ich eindeutig nicht in Ordnung.